So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Bausack von Klaus Zoch, erschienen im Zoch Verlag dementsprechend. Das Spiel ist schon von 1987, hat jetzt natürlich nochmal ein neues Design und ist auch wirklich einfach ein zeitloser Klassiker. Das hier ist das gesamte Spielmaterial, im wahrsten Sinne des Wortes eine Menge Holz. Ist eben eine Mischung aus Geschicklichkeit und Taktikspiel, wobei es halt in erster Linie ein Geschicklichkeitsspiel ist. Und wie gesagt, ich mag es persönlich extrem gerne, habe das auch schon seit ein paar Jahren. Und es ist eigentlich das Spiel, selbst wenn ich mal Leute habe, die sagen, oh Spiel, nee, weißt du, also das ist ja so gar nicht meins. Ich glaube, das weckt einfach Urinstinkte. Oder halt so Kindheitserinnerungen, weil da hat ungefähr jeder mal mit Bauklötzen gespielt und es spielt einfach jeder gerne mit Bauklötzen. Und dieses Spiel hat bisher irgendwie jeden irgendwie gepackt. Manche fanden es halt, naja, die halt verwöhnt sind von Spielen, eher andere Sachen kennen, sagen dann, okay. Aber eigentlich hat es doch jeder gerne mitgespielt und es entwickeln sich immer wieder Situationen, wo man voll drin ist, gerade wenn man selbst dran ist und jetzt irgendwie noch einen Teil auf diesen Turm bauen muss. Und wie geht dieses Spiel? Es gibt zwei Varianten, von denen wir eigentlich immer nur eine spielen. Darum kann ich zu den anderen gar nicht so viel sagen. Das muss ich vielleicht auch einfach mal ausführen, aber fanden wir bisher immer doof, weil wir so die Basisvariante am einfachsten fanden. Und man kann da im Prinzip Varianten nehmen, die man selber möchte. Also es gibt hier ja ganz, ganz viele Teile in ganz verschiedenen Formen. Wichtig ist, die roten haben immer eine besondere Lackierung. Die sind immer besonders glatt und besonders rutschig, während die diese helleren deutlich mehr Reibung haben und da Sachen deutlich besser drauf halten. Aber auf Rot, also auf von Rot rutscht halt, rutschen Sachen gerne runter und Rot selber von unten ist dann eben auch dementsprechend rutschig. Und der Spielablauf ist vom Grundprinzip her so, dass in der Turmbau zu Babel-Version, die wir immer spielen, sucht sich irgendein, also ein Spieler, der anfängt, ein Teil aus und stellt, legt es irgendwie hin, wie er möchte. Er kann zum Beispiel so hinstellen oder so. Ich stelle es jetzt mal so hin. Das ist jetzt die Basis, das Fundament. Und dann jetzt müssen halt alle anderen Spieler sich irgendein Teil raussuchen und das da drauf bauen. Und es darf nichts außer dem Ding hier den Boden berühren. Und wenn ich dran bin und ich baue irgendwas da drauf und dadurch fällt der Turm, stürzt er zusammen, dann bekommt der Spieler, der davor dran war, eine von diesen Glasperlen hier und damit einen Punkt. Und man kann das dann spielen, bis irgendwer 3 Punkte hat, 5 Punkte, 7 Punkte, so lang, wie man quasi Lust hat. Um das Ganze mal exemplarisch zu zeigen, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, man stellt das Ding hier drauf, dann könnte der nächste Spieler das hier nebenstellen. Dann könnte ich mir sagen, okay, ich baue mal das da drauf. Dann sagt sich der nächste, okay, ich lege das hier rein. Dann wird das da reingelegt, das wären alles absolut legale Züge, wobei man natürlich auch mal überlegen kann, ob man es in der Variante spielen möchte, dass man einfach die Teile da rein verbaut oder ob man sagen möchte, okay, wir spielen es in der Variante, dass man einfach immer nach oben bauen muss, also dass das gesetzte Teil auf jeden Fall höher sein muss als das zuletzt gelegte Teil. Wir machen es auch so, wenn das eigene Teil, wenn man das nicht so wirklich da drauf kriegt, und es dann irgendwie, wenn man merkt, oh, es fällt runter, hat man noch nicht sofort verloren, sondern kann auch sagen, okay, das lege ich irgendwie hier hin. Und dann wird halt gebaut und man guckt, dass man immer irgendwie was Passendes findet, was dann noch so reinpasst. Und natürlich guckt man auch immer danach, dass man es dem nachfolgenden Spieler so schwer wie möglich macht, damit natürlich da dann im Idealfall der Turm einkracht und man selbst den Punkt bekommt. Und auch das ist wieder, je nachdem in welcher Variante man das spielen möchte, man kann natürlich auch sagen, dass man das Teil, das man genommen hat, auf jeden Fall verbauen muss. Das wäre jetzt zum Beispiel schon, zack, hätte ich das Ding hier wäre eingestürzt, der ganze Turm nicht, aber ein Teil wäre runtergefallen und damit hätte ich jetzt einen Fehler gemacht und der Spieler vor mir den Punkt bekommen. Angenommen, das wäre noch alles gut gegangen, dann könnte man jetzt natürlich weiter überlegen, was man da so als nächstes vielleicht noch reinkriegt. Ja. Oh, hält. Ja, und jetzt wird es auf jeden Fall schon ein bisschen kompliziert, aber da geht immer noch was ein bisschen... Uah, ja, zack, zum Einsturz gebracht. Gefällt. Und so sehen die Türme eben immer gänzlich unterschiedlich aus. Ich baue jetzt einfach nochmal ein paar Varianten. Man kann zum Beispiel sagen, dass man einfach das Ding hier als Fundament nimmt. Das hat hier oben so ein bisschen abgeflacht, aber wirklich nur minimal. Da muss man dann schon ganz genau balancieren. Natürlich, ne, sowas zu bauen ist natürlich super gemein, weil wenn das
Wenn mal klappt, also man hat natürlich jetzt auch unbegrenzt Zeit in der Theorie, dann ist das für den nachfolgenden Spieler auf jeden Fall super schwer. Ich schneide das jetzt mal, bis ich es habe. Ah, brauche ich gar nicht. Hält. So, das wäre jetzt schon mal eine Variante, die ist einfach super gemein. Wer da was raufkriegt, ist auf jeden Fall echt gut. Man könnte natürlich gucken, ob das Ding passt. Tada, geschickt ausgetrickst. Und dann wird es aber schon wirklich ein bisschen hart. Man könnte jetzt natürlich versuchen, die Regel ein bisschen auszunutzen und zu sagen, ich lege das da drauf. Jetzt ist das Ding zwar runtergefallen, aber es hält noch alles. Das wäre wieder so ein Punkt, wo es jetzt diskussionswürdig wäre, ob der Turm damit eingefallen ist oder nicht. Ich würde eigentlich sagen, er ist eingefallen, aber weil es witzig ist, spielt man einfach weiter. Man muss das ja auch nicht immer so spießig sehen. Ja, und dann wird es aber schon wieder interessant. Okay, das geht noch. Dann könnte der Nächste versuchen. Das wird allerdings auch wieder ganz schwierig. Das passt nicht. Würden wir jetzt die Variante spielen, wo ich das Ding auf jeden Fall nehmen muss, könnte ich das zum Beispiel da hinlegen. Und dann, wenn der nächste Spieler da dran ist, müsste sich jetzt auf jeden Fall schon mal überlegen, was baue ich jetzt in diesen Turm von diesen ganzen Teilen, was da noch hält. Das ist, glaube ich, fast unmöglich. Zack, gefällt und schon wäre der Turm quasi eingestürzt. Und weil man dann natürlich immer versucht, mit besonders gemeinen Teilen anzufangen, spielen wir auch gerne mal die Variante, dass einfach alles, was in einem Turm verbaut wurde, was eingestürzt ist, kommt erstmal raus, solange bis wirklich alle Teile verbaut wurden. Und erst wenn alle Teile einmal benutzt wurden, dann kommen die verbauten Teile auch wieder rein ins Spiel. Das heißt, die nächste Runde könnte ich jetzt zum Beispiel anfangen, indem ich den da hinstelle. Dann steht der nächste. Versucht, den dann auch zu balancieren, stellt aber fest, das klappt nicht. Würde man jetzt die Variante spielen, dass man das Ding auf jeden Fall nehmen muss, hätte der Spieler auf jeden Fall verloren, beziehungsweise würde es halt ewig versuchen, das wäre doof, also kann man sagen, okay, versucht einfach mal noch was anderes zu nehmen und er könnte dann, das ist immer eine denkbar ungünstige Position, weil da echt wenig geht, aber wie ja schon gesagt, die Reibung bei diesen Teilen ist echt relativ hoch. Oder auch nicht. Wird dann vielleicht auch einfach zu schwer. Boah, ich glaube, das ist impossible. Mal eben überlegen, ob man den wieder irgendwie nehmen kann. Ah, schade. So fallen auch kleine Türme ein. Man kann das Ding versuchen, aber natürlich auch besonders hoch und besonders instabil zu bauen. Lispel, lispel. Zum Beispiel kann ich auch sagen, ich mache den als Fundament und stelle dann. Das ist nämlich auch immer die Sache, wenn man dann die Variante spielt, dass man das Teil nehmen muss. Wenn man sich dann ein bisschen selbst überschätzt und denkt, haha, ich mache es den anderen super schwer, dann kann man auch manchmal feststellen, verdammt, das geht gar nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe, und verliert. Man ist dann immer überrascht, was für kreative Ideen man manchmal entwickelt, wenn man eigentlich denkt, oh, da geht gar nichts mehr, wobei das hier auch wieder ein besonders gemeiner Turm ist. Und dann, wie man hier sieht, mit zwei Fingern geht das natürlich. Ob man sagt, man darf beide Hände benutzen oder nur eine Hand. Das sind halt so Sachen, da muss man sich vorher einfach drauf einigen. Der Turm wäre jetzt quasi auch eingestürzt. Oder man nimmt einfach das hier mal als Fundament, stellt dann das drauf, legt dann das da drauf und versucht dann mal vielleicht doch noch ein bisschen in die Höhe zu. Zack, fail. Und wie man sieht, es gibt da unwahrscheinlich viele Varianten, wie man das angehen kann. Ich kann auch das Teil hier schräg draufstellen. Der Eierbecher so rum ist ein bisschen doof. So rum kann ich dann zumindest hier noch das Ei reinstellen. Hält, war ein bisschen geschoben, aber macht ja nichts. Zack, fail. Also wie ihr schon seht, jetzt natürlich alleine kommt der Spaß nicht rüber, den man einfach mit mehreren hat, wenn man immer denkt, oh Gott, das Ding fällt gleich um und stürzt bestimmt gleich ein und das kommt sicher nicht mehr zu mir, wenn wir zu fünf spielen
Und dann sind die anderen vier Leute dran und man selbst ist wieder dran, denkt sich, oh Gott, wie soll ich da jetzt noch was reinbekommen? Das ist also echt spaßig, echt unterhaltsam. Klingt vielleicht so von der ersten Beschreibung her ein bisschen lame, aber wenn man da halt wirklich mitspielt und dann irgend so ein Gebäude, so ein Bild vor sich stehen hat, wo man nur denkt, oh Gott, was von diesen Teilen soll ich da jetzt noch drauf bekommen? Dann ist das auf jeden Fall echt unterhaltsam und spaßig. Ja, und dann ärgert man sich, wenn es doch eingestürzt ist. Kann man also gut spielen, ist jetzt nichts, was einen ganzen Abend dauert, wo man irgendwie 3-5 Stunden mit verbringt, aber das kann man halt gerne spielen, wenn man noch auf Leute wartet, so als Absacker, oder eben, wenn man einfach wirklich auch vielleicht was mit kleineren spielen will, mit Kindern, die sind da, also ne, so Geschicklichkeitsspiele kommen da immer besonders gut an, aber auch bei größeren, wir haben es gestern in einer Runde von so, ja, eigentlich so um die 30-Jährigen gespielt, und da kam es auch sehr gut an, selbst Leute, die gesagt haben, sie mögen keine Geschicklichkeitsspiele, mit denen habe ich diverse andere Spiele von Zoch gespielt, angefangen mit Hamsterrolle, Bamboleo, die ich persönlich auch beide sehr gut finde, gerade Bamboleo. Und ja, die kam so, wurde halt immer besser, aber Bausack dann, das hat sie alle gepackt, weil da kann man halt wirklich absolut frei irgendwie bauen und sich immer versuchen, irgendwas Neues auszudenken, und das ist schon echt spaßig. Es gibt, wie gesagt, noch eine andere Variante, wo irgendwie jeder hier 10 von diesen Perlen bekommt und dann werden Teile versteigert und jeder baut so seinen eigenen Turm. Das heißt, wenn ich dran bin, sage ich einfach, ich hätte gern das Ding hier für 0. Und dann wird der Nächste sagen, ich hätte da gern einen für. Ich würde da einen für geben. Und dann sagt der Nächste, ich würde da gern 2 für nehmen. Und so weiter und so fort. Und da muss man einfach das Teil, das gerade versteigert wurde, in seinen eigenen Turm einbauen. Und man kann auch dann sagen, ich möchte das hier zum Ablehnen versteigern. Das heißt, ich gebe das an meinen Mitspieler weiter. Der muss das entweder bei sich einbauen oder mir so ein Ding geben. Und dann darf er es an seinen nächsten Mitspieler weitergeben. Der muss dann schon 2 bezahlen, um es nicht einbauen zu müssen. Und so weiter. Und ja. Und wenn man halt keine Diamanten mehr hat, weil man sie alle versteigert hat, dann muss man das Ding auf jeden Fall einbauen. Das heißt, so kann man Spieler natürlich auch dazu bringen, dass sie wirklich irgendwelche unmöglichen Dinger bei sich einbauen müssen. Wie gesagt, die Variante habe ich, glaube ich, vor Jahren irgendwann mal ausprobiert, ist nicht so gut angekommen. Kann ich jetzt vielleicht nochmal machen, weil ich glaube, damals haben wir das irgendwie falsch gemacht. Wir haben erst alle Teile versteigert und dann damit Türme gebaut, was ein bisschen doof war, weil dann hat das Versteigern, weiß nicht, 10, 15 Minuten gedauert und das Turmbauen eine. Und dann ist irgendwie der erste Turm oder die ersten Türme schon eingestürzt oder standen dann da und waren fertig und konnten nicht irgendwie weitergebaut werden, weil keine Teile mehr da waren. Das war dann ein bisschen doof. Aber wenn man das so spielt, wie es in der Regel spielt, könnte das, glaube ich, auch ganz interessant werden. Aber wie gesagt, so diese Grundversion Turmbau zu Babel, dass man einfach irgendein Teil als Fundament legt und dann darauf baut. Man kann das natürlich auch wirklich komplett gegeneinander spielen, versuchen das einfach immer so schwer wie möglich zu machen oder auch wirklich zu sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach mal gemeinsam einen Turm so hoch zu bauen, wie es nur geht, weil das auch einfach spaßig ist und wir vielleicht irgendwie gerne Formen bauen. Und ja, also in meinen Augen, Bausack nach wie vor ein absolutes Highlight, ist halt ein bisschen teuer, aber dafür ist auch wirklich eine Menge Holz drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ihr ein tolles Geschicklichkeitsspiel sucht, das sich auch eigentlich nicht abnutzt, das man auch nach Jahren immer noch wieder rausholen kann, was auch dadurch, dass es ja so im Prinzip abstrakt ist, es hat kein Thema, so Riff Raff hat halt so ein Piratenschiff, das ist auch ein ganz nettes Spiel, aber vielleicht sagen dann manche Leute, ah, dieses Schiff und diese Kisten und so ist ein bisschen doof. Das hier ist zeitlos, ein zeitloser Klassiker, den es auch, glaube ich, noch in 10 und 20 Jahren geben wird. Von daher, von meiner Seite her eine absolute Empfehlung. Wenn ihr Geschicklichkeitsspiele mögt, dann guckt euch dieses Spiel an. Wenn ihr Geschicklichkeitsspiele nicht mögt, dann guckt euch dieses Spiel auch an. Wenn ihr es einfach mitspielen könnt, spielt es mit. Das hat bisher, wie gesagt, eigentlich fast jeden gepackt. Und ja, ein großer Spaß. Wenn ihr es euch zulegt, ganz viel Spaß damit. Bis bald und tschüss.